Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Hey Leute, hier ist wieder euer Blick aktuell, Zeniger Sui. Das heutige Video wird für mich eines der traurigsten und persönlichen Videos, die ich bis jetzt gemacht habe. Denn dadurch, dass ich in einer Woche schon meinen Schulabschluss habe, werde ich heute im Orchester der Albert-Schweitzer-Realschule Plus mein letztes Konzert spielen. Ich bin jetzt schon sehr aufgeregt und auch traurig. Und dieses Konzert werde ich auf jeden Fall mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge angehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Neben mir steht jetzt mein Orchesterleiter, Herr Boy. Herr Boy, wie viele Jahre leiten Sie das Orchester schon? Also mindestens 4-5 Jahre, würde ich sagen. Ich habe das von Herrn Müller übernommen, als er eine Schulleiterstelle angetreten hat. Allerdings haben wir vorher die Sache schon mal zusammen gemacht. Es würde mir das Herz brechen, wenn das Orchester nicht weiter bestehen würde. Das ist ganz klar und deshalb habe ich mich also dann bereit erklärt, das weiterzuführen. Daniel, wie fühlst du dich denn, dass wir jetzt unser letztes Konzert spielen werden? Für mich ist das ein gemischtes Gefühl. Es ist schade, dass es das letzte Mal ist, aber dennoch ist es ein Gefühl von Erleichterung, dass man es endlich geschafft hat, hier zusammen im Orchester gespielt zu haben. Ich habe mir jetzt mal unseren Schlagzeuger geschnappt. Luca, wie viel Mut braucht man denn, um so ein krasses Solo vor so vielen Menschen zu spielen? Also, man braucht schon sehr viel Mut für das Solo zu spielen. Man ist auch sehr aufgeregt davor. Allerdings, ich bin sehr froh, dass es jetzt heute Abend so gut geklappt hat, mein Solo. Also, ich übe daheim auch in der Woche so um die 5-mal eine Stunde. Allerdings, man kann ein Solo nie so auswendig lernen, dass man im Auftritt genauso spielen kann. Deswegen ist es beim Schlagzeuger meistens nur Improvisation, ein Solo zu spielen. Das erste Stück ist jetzt erstmal was Rockiges. Es ist in den 50er Jahren erschienen, genauer gesagt im Jahre 1954. Es war die Geburtsstunde der modernen Popmusik. Viel Spaß beim Zuhören, Bill Haley, Rock Around the Clock. Das war jetzt mein letztes Konzert hier auf der Albert-Schweitzer-Realschule Plus. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich kann das noch nicht so ganz glauben, weil das Orchester viele Jahre in meinem Leben jetzt Teil davon war. Und ich kann es auf jeden Fall nur jedem weiterempfehlen. Es ist unglaublich schön, ein Instrument zu können und zu erlernen. Und ich weiß im Moment nicht so ganz, wohin mit meinen Emotionen. Aber bis zum nächsten Mal, euer Blick aktuell, Zeniger Sui. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse.